Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von OMSI, dem Straßenbahnsimulator 1 oder 2. Ich weiß es immer noch nicht, aber ich glaube, so langsam wird das auch ein bisschen unlustig. Ich muss mir mal wieder eine bessere Anmod überlegen. Aber naja, vielen Dank erstmal für euren, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe seit Mittwoch von Mittwoch bis Sonntag habe ich, glaube ich, 15 neue Abonnenten bekommen. Damit hätte ich nie gerechnet, dass das Straßenbahn-Add-on bei euch so gut ankommt, dass so viele neue dazu gekommen sind. Damit hätte ich im Leben nicht gerechnet, denn von Ostern bis Sommer habe ich vielleicht 15 neue Abonnenten gemacht. Und jetzt mache ich diese 15 Abonnenten einfach mal in 5 Tagen. Vielen Dank für euch, vielen Dank an euch, vielen Dank für euren geilen Support. Macht bitte weiter so und ihr habt auch, in die Kommentare geschrieben habt ihr nicht, ihr habt per Infokarte abgestimmt, dass wir heute die Linie 302 fahren. Das ist nämlich die Linie, die man mit der Straßenbahn fahren kann, wenn man auch das Add-on Gladbeck hat. Also für alle, die nur die Straßenbahn haben, die können leider nicht diese Linie 302 fahren, dafür braucht ihr das Add-on Gladbeck. Das habe ich ja und deswegen können wir heute die Linie 302 vom Gelsenkirchener Hauptbahnhof nach Buhr fahren, genau. In so einem schönen Revery-Paint, das war mitgeliefert, ist von der MAK, MAK, wie auch immer, Software. Und das fand ich ganz schön. Es gibt auch eins von der Sparkasse und noch so einige, aber das Rewe gefiel mir eigentlich ganz gut. Steht auch irgendwo Begeistra drauf, genau hier. Und ansonsten würde ich sagen, setzen wir uns dann mal rein. Ich bin echt sprachlos, dass das so gut angekommen ist. Nehmen aber vorher noch eben Fahrplan an. Nämlich, wie gesagt, die Linie 302 heute. Wo haben wir sie denn? Wir haben heute noch früh morgens. Ich meine, wir haben November und dann irgendwie so 6.30 Uhr oder so. Also draußen ist es noch dunkel. Heute mal eine Nachtfahrt. Wir starten aber nicht am Rathaus, sondern wählen wir mal hier den aus. Nee, auch nicht. Den aber, doch. Um 7 Uhr kann es dann losgehen vom Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Nach Buhr Rathaus fahren. Wir fahren unter anderem an der Felsens Arena vorbei. Wird wahrscheinlich viele oder einige Schalker werden sich Schalke-Fans drüber freuen. Ich denke mal, dass bestimmt einige zusehen werden, die dem FC Schalke die Daumen drücken. Ansonsten machen wir die Tram mal an mit E, Elektronik. M ist Stromabnehmer. Warum macht er das nicht? Dann machen wir es halt so manuell. Drücken zweimal D, das Licht sollte an sein. Gucken wir mal. Ja, das sieht gut aus. Und ich müsste dann ja Rücklicht sein. Genau. Ja, aber ich finde das Rewe Repaint echt schön. Das sieht cool aus, finde ich. Und ansonsten müssen wir noch im Ibis die Daten angeben. Genau, also Liniekurs ist dann die 302.00. Und die Route ist die 01, glaube ich. Ja, das stimmt. Wir fahren in Richtung Buhr Rathaus und können die Tram dann so langsam mal nach vorne bewegen, würde ich sagen. Wobei da direkt wieder ein rotes Signal ist. Aber dass jetzt grün wird, das ist perfekt. Haben wir nochmal Glück gehabt. Wobei wir ja eh noch eine Viertelstunde Zeit haben, bis wir fahren dürfen. Oder? Ja, 16 Minuten, Viertelstunde passt. Fahrplan wird heute bestimmt wieder sehr straff sein, wie auch schon in der letzten Folge. Also das hätte ich echt nicht gedacht, dass man da so schnell einfach mal sich Verspätung einfährt. Aber ist ja auch in der Realität so, von daher ist das ja alles richtig und so ein Simulator soll natürlich auch so nah wie möglich an der Realität sein und deswegen finde ich das gut. So, jetzt machen wir hier den Spiegel einmal, klappen wir aus. Oh, was ist jetzt? Es hängt immer mal ein bisschen, ich weiß nicht warum, aber das habe ich gesehen, ist auch bei anderen OMSI-Let's Playern so. Schaut ihr auch gerne mal so bei der Konkurrenz, was die so macht und tut und wie die damit so zurechtkommen. Da ist mir das auch aufgefallen. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon ansprechen soll oder ob ich damit noch ein bisschen warten soll. Denn mir ist ein Fehler aufgefallen, der wird, soweit ich das gehört habe, auch direkt nächste Woche gepatcht. Aber der hat zum Beispiel verhindert, dass gestern keine Folge kam, denn ich wollte gestern aufnehmen, gestern Mittag wollte ich aufnehmen. Und, ach komm, dann kann ich es ja auch jetzt erzählen, denn in, wie heißt das jetzt, die Haltestelle da vor Buhr Rathaus? Ich meine, das ist die Haltestelle Bergersee. Also zwischen Bergersee und Buhr Rathaus kann es sein, dass die Straßenbahn auf einmal nach und nach verschwindet. Dann ist erst der hintere Teil der Straßenbahn weg,
dann der mittlere und letztendlich ist die Straßenbahn dann ganz weg und dann sitzt man zwar theoretisch in der Straßenbahn, sieht sie aber nicht und ja, das hat dann zum Beispiel verhindert, dass wir heute nicht von Burrath aus nach Gelsenkirchen Hauptbahnhof gefahren werden, denn das hätte ich noch besser gefunden, weil wir dann, warte, ich würde sagen, wir spulen die Zeit mal eben vor, kann ich euch während der Fahrt ein bisschen davon erzählen. Machen wir mal 6.59 Uhr, dann fahren wir mit einer Minute Verfrühung los. Sollte dann ganz in Ordnung sein. So, Omsi, alles in Ordnung, Omsi. Erde an Omsi. Nein, um nochmal darauf zurückzukommen, ich wollte halt ursprünglich von Burrath aus nach Gelsenkirchen fahren, weil wir ja in der letzten Folge schon vom Hauptbahnhof nach Essen gefahren sind und dann hätten wir uns von Essen nach hätten wir uns von Essen nach Bur gebeamt und wären dann einfach, anstatt von Essen zurückzufahren, von Bur aus zurück nach zum Gelsenkirchener Hauptbahnhof gefahren. Das hätte den Kreis irgendwie noch runder gemacht und hätte den Kreis dann letztendlich auch geschlossen. Aber wir können natürlich auch noch mal so irgendwie von Essen nach Bur fahren. Essen Hauptbahnhof, so. Auch nicht Essen Hauptbahnhof. Von Essen-Kartenberg zum Gelsenkirchener Hauptbahnhof, so meine ich das. Denn Essen Hauptbahnhof, da denkt jeder Hauptbahnhof Essen, ist doch klar. Aber den meinte ich ja damit gar nicht. Ich meinte die Route Essen zum Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Naja, Entschuldigung dafür. Was mir auch aufgefallen ist, aber ich denke mal, das wird auch gepatcht. Und zwar, wenn man dann einmal um sie irgendwie schließt, warum auch immer. Entweder weil es hängen geblieben ist oder auch einfach nur so, weil man keine Lust mehr hat und dann lieber morgen weiterspielt. Dann öffnet man Omsi am nächsten Tag wieder, lädt den letzten Stand der Karte und auf einmal ist diese Straßenbahn auch nicht mehr da. Und das ärgert einen dann doch schon wieder, weil man dann wieder vom Betriebshof starten muss, dann erst womöglich noch nach Essen fahren muss, was auch wieder 20 Minuten dauert, um dann die eigentlich geplante Route, die man sich am Vortag schon zurechtgelegt hat, zu fahren. Also verlierst du da sowas von viel Zeit. Das ist echt schade, aber ich hoffe, das wird noch irgendwie gepatcht. Aber ansonsten muss ich sagen, gefällt mir das echt gut. Auch wenn ich irgendwie doch bevorzuge, mit dem Bus hier durchs Ruhrgebiet zu fahren. Straßenbahnen bzw. Züge waren irgendwie noch nie so meins. Ich weiß nicht warum. Aber so für zwischendurch. Ja, wir wurden wieder ausgebremst. Mist. Mann, da war ich... 3 km/h oder was zu schnell und dann wird man sofort ausgebremst. Das ist auch wahrscheinlich in der Realität genauso, aber es ist einfach nervig, weißt du? Ja, wenn du geblitzt wirst, auch so mit Toleranz die paar km/h da abziehen, dann passiert ja letztendlich doch nichts. Aber hier ist das, soweit ich weiß, ziemlich streng. Aber ist ja auch gut so, ist ja auch wahrscheinlich der Sicherheit gewidmet, dass hier so einige Ausbremser sind. Okay, scheinen alle drin zu sein, wollen nicht alle mitfahren, wurden gerade abgeschreckt. Schade. Naja, aber um nochmal auf den Abonnentenzuwachs zurückzukommen. Und zwar habe ich ja dann jetzt auch die 250 Abonnentenmarke geknackt. Und da das ja auch irgendwie so eine magische Zahl ist, zumal es die Hälfte von 500 ist, habe ich mir überlegt, am Freitag um 18 Uhr einen Livestream zu machen. Als Dankeschön so an euch, gerichtet einfach, spielen wir da ein bisschen Omsi, vielleicht nehmen wir auch dann einfach die nächsten paar Folgen auf, wenn ihr das wollt. So, was haltet ihr davon? Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Freitag Livestream. Fände ich als Zuschauer eigentlich ganz schön. Und von daher schreibt doch mal eure Meinung rein, ob ihr dazu Lust habt oder nicht oder wie auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Also Freitag 18 Uhr, ich weiß nicht, ob ich da nochmal ein extra Ankündigungsvideo zu mache. Oder ich schreibe es halt hier direkt in den Titel, dann seht ihr es direkt. Gucken wir mal.
Auf jeden Fall haltet euch das mal im Hinterkopf, schreibt es euch hinter die Ohren. Nein, ich finde das echt krass, ich hätte niemals damit gerechnet. 15 neue Abonnenten. Gut, so 2-3 neue Abonnenten ist immer, wenn ein neues Spiel kommt. Aber 15 neue Abonnenten, da habe ich ganz schön... Ja, ich sag mal, habe ich echt doof geguckt. Wie gesagt, hätte ich nie mit gerechnet. Zumal es, wie gesagt, von Ostern bis Sommer überhaupt nicht gut lief. Oh, da ist ein Kollege. Hallo. Ein Straßenbahner EFAG aus Essen. Kommt gerade auch aus Essen. Oh, und jetzt haben wir nur... Ah, jetzt 0,1 Minuten Verspätung. Ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt genau pünktlich, aber waren wir ja dann letztendlich doch nicht. Oh Mann, jetzt springt die Ampel gerade wieder um. Mann, so viele Themen für heute habe ich gar nicht. Mist. So. Was wollte ich denn noch unbedingt erzählen? Das mit den, dass die Straßenbahn verschwindet, habe ich erzählt. Vielleicht erleben wir das gleich auch noch wirklich, wenn wir daherfahren. Das kann gut sein, weil manchmal ist das so, manchmal aber auch nicht. Ich bin die Linie jetzt schon öfter gefahren. Auch gestern habe ich dieses Let's Play, was ihr hier gerade seht, schon aufgenommen. Nur da hat mein Aufnahmeprogramm dann gesagt, tschüss Philipp, nee, du nimmst ja jetzt nichts auf. Ich mache jetzt einfach mal die Datei kaputt, beziehungsweise ließ ich die Datei dann nicht mehr öffnen und umkonvertieren und nicht ins Schnittprogramm laden. Und dann hatte ich den Salat. Und darf dann heute halt nochmal aufnehmen. Wobei es ja auch echt Spaß macht. Nur wenn man dann die Linie jetzt mittlerweile schon zum fünften Mal fährt, ist sie natürlich auch nicht mehr so interessant, wie wenn du die jetzt zum ersten Mal fährst und zum ersten Mal dann irgendetwas Spannendes hier drauf entdeckst. Aber ich denke mal, auch so wird man immer mal wieder neue Sachen am Rand der Schienen entdecken, worauf man vorher noch nicht geachtet hat. Irgendwie fände ich... Nein, es ist jetzt... Es ist sowieso schon unglaublich, dass man zwei Straßenbahnlinien hier fahren kann, aber irgendwie finde ich cooler. Wobei, im Ruhrgebiet gibt es gar nicht so viele, da gibt es die... Ach, so gut mit Straßenbahnen kenne ich mich nicht aus, aber ich kenne noch die Linie 301. Ich meine, die fährt von Gelsenkirchen nach Bochum, da eine Verbindung herzustellen. Dann gibt es die 107, wie gesagt. Die 302 und mehr kenne ich auch schon gar nicht. Aber trotzdem finde ich irgendwie cooler, wenn man dann so verschiedene Linien fahren würde, die überall so einen anderen Linienweg haben und den zwei Linien weißt du, die hast du schnell durch und dann mit Hin- und Rückfahrt bist du auch schnell hast sie auch alle schnell abgearbeitet und dann ist es im Prinzip langweilig, finde ich. Aber na gut, ich will jetzt hier auch gar nicht meckern, ich irgendwie weiß ich nach... Ich schätze, nach spätestens 2 Wochen wird bei mir dann die Luft hier raus sein. Also eine Woche ist jetzt fast rum. Vielleicht noch eine Woche damit und dann werde ich das auch erstmal wieder zur Seite legen. Bis da irgendwann mal ein neuer Patch kommt. Oh, das sieht ja cool aus, wie da gerade so die Sonne so langsam aufgeht. Schade, dass wir nicht in die andere Richtung fahren, in Richtung... Hauptbahnhof, denn dann hätte man das schön als Thumbnail so nehmen können. Mit dem lilanen, violetten Hintergrund da. Oder Himmel vielmehr, Hintergrund ist es gar nicht. Und mal gucken, wie ich das heute so mit dem Folgenmanagement oder Folgenlängenmanagement hinbekomme. Denn, ja, in der letzten Aufnahmesession war das ja so eine Sache. Die zweite, also die erste Folge mit der Straßenbahn ging ja, glaube ich, so eine Viertelstunde. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Und die nächste Folge war dann irgendwie 18 Minuten. Ist, ja, auch Durchschnitt für so ein Let's Play, finde ich. Aber die letzte war dann auf einmal nur 9 Minuten lang und... Da habe ich mich dann doch so ein bisschen geärgert, weißt du, denn... 9 Minuten Let's Play da.
auch wenn es vielleicht gut ist, gucke ich mir das irgendwie auf YouTube nicht an, denn für mich ist so ein Let's Play immer so zwischen 15 und 20 Minuten lang. Natürlich mittlerweile auch mal eine halbe Stunde, aber 15 bis 20 Minuten ist, glaube ich, so ein guter Richtwert und 12 Minuten gehen vielleicht auch noch, aber 9 Minuten für so ein Let's Play ist doch schon, das ist dann erst schon wieder so ein Zusammenschnitt. Also ich weiß nicht, in FIFA aus den besten Chancen oder so. Und nee, 9 Minuten gefiel mir nicht, aber es soll die Ausnahme bleiben. Also ich hoffe, dass ich das heute besser hinkriege und deswegen mache ich erst gar keine Abmod hier, damit ich mich nicht wieder verschätze und denke, wir fahren nach 20 Minuten bis nach Buhr und am Ende sind es auf einmal nur noch 5 Minuten bis nach Buhr. Nein, 5 Minuten auch nicht. Wir werden noch länger unterwegs sein, aber ich kann es halt schwer einschätzen, wisst ihr? Und wenn dann die Folge auch wieder nur, weiß nicht, 8-9 Minuten ist, dann ist das auch wieder doof. Und von daher werde ich den Cut jetzt erst wirklich im Schnittprogramm setzen. Und ihr kriegt dann halt mal keine Abmod.